Herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja, wir haben das letzte Mal hier aufgehört. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch schon wieder über eine Woche nicht gespielt. Aber ich glaube, wir haben zuletzt hier diesen Arm, der hier gelegen hat, von dem Steinriesen. Und ich glaube, wir müssen jetzt noch ein Teil fehlt, glaube ich, noch. Komm her. Alter! Habt ihr das gesehen? Ah, jetzt seid ihr dran. Komm her. Komm her. Ah, jetzt abhauen, wa? Komm her. Du bist auch gleich dran, mein Freund. Gibt ja immerhin Erfahrung und ein paar Punkte. Wir können ja mal ein bisschen laufen hier und hier die Gegner platt machen. Die sind zwar jetzt keine wirklichen Gegner mehr, weil ihr seht schon, wie schnell man die erledigt. Komm her. So. Jetzt gucke ich mal, war hier auf jeden Fall ein Gegner. Aua. Weg mit dir. Oh, und hier tut wieder alles erschüttern. Jetzt muss ich mal überlegen. Hier hinten waren wir ja auch schon mal. Drei? Kein Problem. Hier hinten waren wir ja auch schon mal, wo wir da den Brunnen runtergetaucht sind. Oh, der war geil. Ja, der Brunnen war hier. Da war ja auch was versteckt. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob da noch so ein Stein gewesen ist. Wir können mal nochmal runtertauchen. Weil wir hatten ja beim ersten Mal, wo wir hier waren, noch nicht die Pistole. Das könnte sein. Hier können wir hoch. Ja, da ist auch einer. Ich glaube, wir müssen hier rüber, um den Stein da zu kriegen. Oh, das ist der erste Machtstein. Also ein roter, sozusagen. Davon gibt es natürlich auch ein paar, aber ich glaube nicht, dass wir, also dass ich alle finden werde. Hab, wie gesagt, beim ersten Mal durchspielen auf der PS3 auch nicht alle gefunden. Aber wir versuchen es zumindest, ne? So viel wie möglich zu finden. So, war hier oben noch was? Außer Zwiebeln, Feine. Oh, der Hammer, der zieht ja richtig rein. Sehe ich, glaube ich, auch schon wieder einen Stein. Alter, na der haut ja mal richtig. So, holen wir uns den erstmal. Oder den Feind hier. Komm, geh von dannen. So. 10. So, jetzt weiß ich nicht genau, ob hier lang gehen wir mal jetzt unser Pferd, um das hier mal schnell abzusuchen, ob hier dieser letzte Arm war. Aber ich glaube,
Mal schauen. Nee, hier war dieser Tempel. Das muss ich mal überlegen. Da kam man doch gar nicht rüber. Nee, da ist dieses Zeichen. Da kam man gar nicht hin, um uns dies da zu holen. Und hier war... Ach ja, und das wiederum heißt... nee, da brauchen wir erst noch... Aber hier haben wir... Ich glaube, den letzten. So. Kehre zu Oran zurück. Genau. Jetzt haben wir alle Teile. Das ist kein Ort für ein Pferd. Warum? Erzähl nicht sowas. Ja, und zu dem Tempel da, denn... Komm mal, aber war da nicht noch ein Stein gewesen? Müssen wir nochmal genau gucken. Hier können wir ja schon mal hoch. So. War hier nicht noch ein Stein? Genau, da oben. Hab ich doch richtig in Erinnerung. Aber der ist ziemlich... Boah, kriege ich den überhaupt? Da bin ich jetzt... Ah, ich krieg den. Oder nicht? Kann der nicht so weit schießen? Alter. Den kriegen wir tatsächlich nicht. Das wäre jetzt schade. Weil normalerweise... Moment mal. Das ist ja fies jetzt. Hallo? Ich will den haben. So nah und doch so fern. Na egal, wir müssen ja hier sowieso noch mal hin. Denke ich mal. Genau. Dann holen wir ihn uns eben dann erst, wenn wir da, ich schätze mal, da drüben hinkommen. Ich verstehe es nicht. Ich habe den doch damals, glaube ich, auch von hier. Wieso kann er dann nicht weiter höher zeigen? Ne, geht nicht. Na gut. Holen wir uns den dann jetzt erstmal wieder zurück zu den Steinriesen. Und ihr seht schon, die Gegner sind jetzt alle wieder hier. Ah, du kleine Ratte. Da hinten war ja bloß, wo wir schon gewesen sind. Dann zurück. Jetzt halten wir uns auch nicht hier großartig mit den Feinden hier auf. Alter. Ich sagte doch gerade, wir halten uns nicht großartig mit den Feinden hier auf. Also. Ui, die Musik ist ja so richtig geil. Leider ist es schon wieder vorbei. Schade. Den Stein, den hatten wir ja, das hatten wir alles gründlich abgesucht. Da wäre jetzt nur der einzigste da hinten, das war glaube ich auch nochmal so ein Machtstein, so ein roter. Und er lädt. So.
hier müssen wir nachher später auch noch mal hin. Aber hier war doch hier hatten wir den Stein auch. Und da drinnen, da hinten sind ja auch noch Kisten, da kommen wir jetzt aber noch gar nicht ran. Und den einen den einen Feind, der noch drin ist, so eine Art Boss, den machen wir auch erst später. Weil wir noch gar nicht die die Mission gekriegt haben davon. Steinvaterstal. Oh ja, da sieht der Nebelschwan. Da sieht er das hässliche Auge. Glotz nicht so. Was guckst du, ne? Oh ja. Du hast schon deine Strafe noch bekommen. So, ich hätte mich jetzt auch dahin teleportieren können, aber ich finde es manchmal schöner, wenn man dann hier so durch die Gegend reitet. Also ich will jetzt auf keinen Fall das Spiel sinnlos mit Parts in die Länge ziehen. Das wird noch reichlich genug Parts haben hier. Wenn ich mal schätzen müsste, na, wäre ich bestimmt so auf 80 Parts kommen, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, das hier ist jetzt Part 17. Ja, müsste der 17. sein. Der führt. Soll das jetzt hier eigentlich Schnee sein? Oder es hier ein bisschen heller ist? Keine Ahnung. So. Und der lag ja da hinten in der Bucht. Ja, da hätte man sich jetzt zu Vulcrim teleportieren können, der hier drin ist. War hier drin nicht auch noch ein Stein? Können wir gleich mal gucken. Hör ich was? Hierher! Nee, Vulcrim. Wir haben uns ja schon eine Kiste gekauft. Irgendwo. Moment mal. Nee, hier ging es nicht runter. Definitiv nicht. Konnte man nicht hier auch noch irgendwo hoch? Ja, da. Ich will jetzt nur mal kurz schnell gucken, ob hier ein Stein noch ist. So, ist hier ein Stein? Oder ist hier... Ich höre doch einen. Oder sind das die Dinger hier, diese... Teleport-Dinger, die auch so eine Geräusche machen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, hier hinter haben wir noch eine Seite vom Buch. Aber hier scheint kein Stein zu sein. Wir gehen mal da ging es ja nicht weiter, ne? Nee. So. Ne, dann scheint hier kein Stein mehr zu sein. Es sei auf der anderen Seite, wo man sich dann hin teleportiert. Okay. Erwecken wir oder gehen wir zu dem Riesen. Der müsste ja jetzt alles haben. Hier geht gar nichts. Ah ja. Mein Stein ist wieder ganz.
Danke, Fleischling. Die Erschaffer, ich spüre ihre Verzweiflung. Das Verderben breitet sich aus. Aber vielleicht ist noch Zeit. Verzweiflung ist eine mächtige Kraft, Oran. Und Verderben noch viel mehr. Stimmt. Aber es gibt eine Waffe gegen solche Dinge. Der Wille der übrigen Erschaffer muss wiedererweckt werden. Der Wille, die Zerstörung in der Umgebung zu bekämpfen. Sie müssen an die Wunder erinnert werden, zu denen sie in der Lage sind. Hast du von der Chronik der Erschaffer gehört? Ich fürchte nicht. Darin steht unsere Geschichte, unser Wissen, unsere Lieder. Die Erinnerung ist verblasst, aber nicht verloren. Reiter, es war kein Zufall, dass du mich wiederbelebt hast. Wir müssen die Chronik der Erschaffer finden. Wir? Ich bin zu groß für geheime Orte, aber du bist flink und klein. Nun gut, wo kann ich diese Chronik finden? Es ist so lange her, dass ich sie in Händen hielt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber wenn es eine Schamanin unter den lebenden Erschaffern gibt, wird sie die Antwort wissen. Ich werde diese Chronik zurückbringen. Ja, sprich mit der Erschaffer-Schamanin. So, er sagt jetzt quasi nur dasselbe. Und ich würde sagen, ne, Moment. Da könnten wir uns jetzt allerdings hin teleportieren. Ja, das ist hier bei Vulgrim. Die haben wir auch noch nicht bekommen. Ich muss mal kurz überlegen. Ne, die bekommen wir noch nicht. Da kommen wir später hin. So, das heißt, wir müssen... Die Schamanin ist ja hier eigentlich. Hierhin. Entschuldigung. So, dann reden wir doch mal mit ihr. Sie kriegt ja außerdem noch dieses, fehlt ja auch noch. Du hast die Finsternis berührt, wieder und wieder. Was suchst du, Reiter? Die Chronik der Erschaffer. Ich kann mir kaum vorstellen, warum du an der Chronik interessiert sein solltest. Aber deine Beweggründe tun nicht zur Sache. Sie ist versteckt. Und selbst ich weiß nicht wo. Gibt es nichts, was du mir sagen kannst? Nun, ein Magnetstein könnte die Lage der Chronik enthüllen. Weißt du, die Artefakte wurden aus dem gleichen Stein geschlagen und sie streben danach, sich wieder zu vereinigen. Solltest du einen Magnetstein bei dir haben, wird er dich zur Chronik der Erschaffer führen. Wo kann ich einen finden? Diese Steine sind wertvoll. Sie können auch nur einmal benutzt werden. Es ist unmöglich, den Magnetstein von der Chronik zu trennen, sobald sie vereint sind. Sein Wert ist mir egal und ich brauche ihn nur einmal. Nun gut, aber ich brauche etwas im Gegenzug. Es gibt eine aussterbende Art namens Schattenlaub. Ihre Samen haben große Heilkräfte. Bring mir Samen des Schattenlaubs, dann weise ich dir den Weg zu einem Magnetstein. Gut, ich werde diese Samen finden. Die Kreaturen, die durch das Land streunen, lieben es, Schattenlaub zu fressen. Du wirst die Samen möglicherweise aus ihren Bäuchen kratzen müssen. Okay, 6 Stück. Ich weiß auch... Reiter, viel Glück. Ja, dir auch. Stehst ja eh bloß nur hier rum. Ich glaube, ich weiß, welche Viecher die meinen. Ja, und ihm da vorne, das machen wir erst noch später. Ich will aber mal, Moment mal, hatten wir nicht, mal überlegen.
Abschnitt ist auch schon wieder fällig. Aber ich wollte jetzt mal gucken, ob wir so, wir hatten Pirschknochen, Ätztau. Ja, da fehlte noch eine Sache. Genau, Erschafferschlüssel. Ja, eine Sache von denen hier fehlte noch, damit wir also brauchen wir, also wir haben auch kein Rüstungsstück, weil der Bub, der ist ja jetzt auch, der steht ja da hinten drinne jetzt. Und genau, wir könnten jetzt eigentlich wieder und zwar muss ich mal überlegen. Genau, zum Fjord. Da reisen wir jetzt noch mal schnell hin. So. Und diese Viecher, die hier rumrennen, die haben das, glaube ich. Und an der Stelle sage ich aber mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darksiders 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen.